Ciao. Ja, Rala befindet sich ja bereits. Darum hatte ich dir ein zweites Token gemacht, Rala. Rala befindet sich ja bereits mit einem Zwerg in einem Ringkampf. Und ist, so wie ich das sehe, auch als erste dran. Ich gut. Ja, eigentlich wollte ich ihn erstmal nur mit rausschleifen. Ich wurde ja gebeten, es draußen zu machen und brav, wie ich folge, würde ich ihn nach draußen schleifen wollen, einfach nur. Im Dafür ist zu spät, Notfall glaube packe ich ich. ihn mit dem Pranken und schleife ihn am Kopf so links und rechts und nach draußen. Okay, ja, der wehrt sich natürlich dagegen, was das Ganze recht schwierig macht. Du darfst Ja. trotzdem gerne mal einfach, um es zu sehen, einen ganz normalen Handgemengeangriff geben. Dann Verteidigung von dem Zwerg ist 18. Ja. Also gehst du oben bei Kampfmeisterschaften auf Waffe, waffenlos. Bei mir steht jetzt keine Waffengeschwindigkeit vom Nahkampf dran. Wie sieht das da aus? 5. Ich finde das Kampfmeisterschaften nicht, sorry. In deinem Charakterbogen Grundwerte, Fertigkeiten und Magieschulen und ganz rechts Kampf und Genau, Meisterschaften. da war ich auch gerade. Kampf und Meisterschaften. Und da müsste stehen, ganz oben, Waffe, waffenlos. Okay. Da, sorry. Ja. Was war die Erschwernis, Olzi? 18. Keine Erschwernis, die Verteidigung ist 18. Muss ich die irgendwo eingeben oder ist die nur später SG. relevant? Okay. Bei SG gibst du die ein. Das sieht doch recht gut aus. Du hast erfolgreich angegriffen. Er könnte jetzt versuchen, das abzuwehren, aber er ist viel zu sehr auf Offensive geradeaus, um das zu parieren. Du hast zwei Erfolgsgrade geschafft, weil du richtig gut gewürfelt hast und könntest jetzt gucken, was du damit machst. Die zwei Dinge, die sich bei so einem Handgemenge anbieten, ist entweder sagst du, hey, ich ziehe meine Krallen ein, ich möchte nicht ernsthaft verletzen, oder du sagst, ach komm, weißt du was, ich hau richtig, richtig ordentlich zu und möchte extra Schaden machen. Ja, wenn der sich wehrt, dann hau ich richtig extra zu. Ich habe versucht, ihn nett rauszuziehen und er wehrt sich einfach. Dann sei so gut und klick bei deinem Waffenlosen in der Zeile auf den Schaden, der da steht, und du darfst plus 2 drauf machen. Boah. Wusch. Ja, satter Krallenhieb gegen die empfindliche, dicke, knollige Nase. Der Zwerg schreit auf und du darfst dich deine Waffengeschwindigkeit auf der Tickleiste nach vorne bewegen. Genau, du stehst jetzt aktuell auf der 3 und die Waffengeschwindigkeit war 5, ne, wie du gesagt hattest. Also 3 plus 5 sind 8. Direkt Ups. auf die 8 Und drauf wenn ihr zu. ein Feld betretet, packt euch so weit wie möglich nach unten, damit Leute, die auf dasselbe Feld kommen, sich da drüber hinsetzen können. So kriegen die Reihenfolge. Wir haben einen betrunkenen Zwerg am Nachbartisch, der Söldner, der aufsteht, sich mit einem Ticks auf die Prügelei zubewegt. Und zwar kommt er seine Geschwindigkeit weit. Die ist 8, also wird er, wenn Tick 9 ist, bei Yamir ankommen. Und Yamir, du bist dran. Hoffentlich passiert das nicht, denn Yamir weiß, wo die Reise hingeht. Ich möchte meinen an den Tisch gelehnten Zauberstab packen und mich unter eben jenem verkriechen. Also dem Tisch, nicht dem Stab. Ja, für 5 Ticks verkriechst du dich unterm Tisch und kannst dich gerne auf das aus dem Kampf geschiedene Feld packen, wenn du nicht mehr eingreifen möchtest. Wo ist das denn? Auf der Tickleiste auf Ach, unten Höhe der rechts. 25. Da. Yep. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Wie ist es mit Aktionen, mit freien Aktionen quasi, wenn ich jetzt sage, ich möchte dabei brüllen oder also ich möchte quasi freie Aktion was sagen oder so, gibt es das Klar. auch oder ist das auch ein Tick sozusagen? Also, wenn es irgendwie ein Schlachtruf ist oder Geflaffe, kostet dich das keine Zeit. Wenn du
Taktikanweisungen geben möchtest, kostet das Ticks. Aber jetzt ist erstmal dein Gegner dran. Ja, ja. Und der möchte ja, sich revanchieren für den Schlag, den mit der Kralle auf die Nase gegeben hast. Und schlägt mit seiner dicken, zwergigen Faust nach dir. Und was für ein Hieb ist das? Möchtest du dagegen was unternehmen? Kann ich parieren oder so? Du könntest es probieren. Die Chancen sind eher gering, dass du das packst, aber du kannst gerne mal ein Handgemenge gegen die 15 würfeln, um aktiv abzuwehren. Und im Notfall kann ich ja noch einen Splitterpunkt nachhelfen, ne? Im Notfall schon, aber er hat echt Glück gehabt gerade. Es ist ein guter Treffer. Es wird schwer werden, den zu parieren, aber mach erstmal. Wir lernen ja gerade, wie es funktioniert. 15, ne? Gegen die 15, richtig. Aktive Abwehr geht immer gegen die 15. Du hast es geschafft, was deine Verteidigung um 1 erhöht. Du hast 3 Erfolgsgrade, was deine Verteidigung um weitere 3 erhöht. Also kommst du auf insgesamt plus 4 auf deine Verteidigung. In der nächsten Runde jetzt, oder was? Nee, jetzt gerade auf diesen Angriff. Aber das Ganze kostet dich auch 3 Ticks. Du darfst dich 3 Ticks nach vorne setzen. Okay. Deine Verteidigung ist damit auf 25 hoch. Er hat 27. Jetzt würde ein Splitterpunkt helfen, aber das ist hier ein Testkampf. Wir müssen keine teuren Splitterpunkte rauswerfen. Aber er hat jetzt keinen EG mehr und macht ganz normal Schaden. Und das sind 4 erschöpfte Lebenspunkte, weil der Zwerg hat keine Krallen. Und macht nur Betäubungsschaden. Oh, ich habe doch natürlich einen Rüstungsschutz, ne? Richtig, das heißt, davon kommen 3 durch. Okay. Du hast sonst keine Rüstung? Ich habe eine schwere Lederrüstung an, aber die... Also, du ziehst jetzt bei deinen Lebenspunkten 3 erschöpft ab und... Dann wäre der nächste. Na, Sog. Einer macht sich doch Richtung unseres geflüchteten, nicht Wagengefährdes auf, oder? Ja, aber das ist genau auf der anderen Seite des Tisches. Nichtsdestotrotz sind wir bei jetzt zur Zeit nur bei 1 und 1 kämpfen und Nasauk würde auf die andere Seite des Tisches laufen wollen. Ja, für 5 Ticks gestatte ich dir das, dass du dich neben dem betrunkenen Söldner positionierst. Und dann darfst du dich auf der Kampfkarte natürlich auch dahin bewegen, wo du hin möchtest. Und die grimmige Zwergin ist dran. Nichts. Ebenfalls für Fix. Und ja, der eine Wag voll wegläuft, nimmt sie halt mit dem anderen Wag vorlieb und geht in deine Richtung. Geiratz. Ja. Und du bist noch dran. Gut, dann kommt die 7. Ich hatte mir eben überlegt, dass ich das Ganze über einen Anführerwurf versuche zu beenden, aber wenn ich jetzt angegriffen werde, oder wenn sie, wenn sie sehr entschlossen aussieht, dann ja, würde ich einfach mal meine Fäuste in die Magenkuhle rammen. Ja, die ist unterwegs in deine Richtung, die ist aber noch nicht in Reichweite. Ja, das heißt, ich kann sie noch nicht angreifen? Nein. Dann, sie wird erst bei Tick 11 neben dir stehen. Ja, das ist okay, dann würde ich trotzdem mal anführen würfeln, um alle die, die kämpfen wollen oder nicht kämpfen wollen, rauszuschicken. Mhm. Ja, anführen ist eine kontinuierliche Aktion, das heißt, du musst erstmal die Ticks aufwenden, bevor du würfeln darfst. Ja. Kontinuierliche Aktionen normalerweise dauern 10 Ticks und dann wandern wir mal vor auf die 17. Denk bitte daran, dass du gerade eine kontinuierliche Aktion durchführst, also nicht viel anderes machen kannst. Ja. Und ein Söldner ist dran, der lehnt sich gerade runter und
möchte versuchen, Jamir am Schlawittchen unterm Tisch hervorzuziehen. Das wird ihn 5 Ticks kosten. Dann ist der Glatzköpfige dran, der gerade Rala einen ordentlichen Schlag verpasst hat und jetzt direkt nochmal zuhauen möchte. Oh! Oh Gott. Ja, du hast gerade den Treffer kassiert und merkst, ja, der war nur dazu da, mich aus der Balance zu bringen. Jetzt kommt er von unten, der Kinnhaken des Zwerges gegen deinen doch recht hohen Kopf. Wie auch immer der da oben rankommt, der hat sauber getroffen. Möchtest du da irgendwas gegen unternehmen? Kann ich das versuchen, mit einem weiteren Triumph zu parieren? Selbst mit Triumph hast du so gut wie keine Chance, das zu parieren. Ja. Kann ich ausweichen? Gilt dasselbe für. Parieren, ausweichen, ist alles dasselbe. Du kannst halt unmöglich die notwendigen 10 Erfolgsgrade schaffen. Ich kenne das System noch nicht so gut. Was würdest du mir denn raten, was ich jetzt mache? Also, du nimmst den Schaden wie ein Mann oder eine Frau oder eine Wahrin, wie du möchtest. Und also kann ich umwandeln und kann ihn zweimal angreifen, wenn ich nicht pariere? Naja. Es gibt keine Attacke und Parade. Bitte verabschiedet euch alle von DSA im Kopf. Das hier ist was ganz anderes. Okay, er selber rückt durch den Angriff auf die 15 und du bist dann auf der 11 dran, also ein Tick nach ihm. Und kannst dann eben selber, entweder dich aus dem Kampf lösen oder zuhieben oder wegrennen, nach draußen rennen. Okay, dann was du dann machen möchtest, passiert dann eben jetzt. Weil, nächste Tickleiste. Kommen 8 Schaden rein. Der Kinnhaken saß doch nicht so gut. Du denkst an dein Fell und reduzierst deine Lebenspunkte wieder im erschöpften Schaden. Und bist dann auch dran. Gut. Ja, ich würde versuchen, ihm das zurückzugeben. Reduzierst du erst die Lebenspunkte, dass du es nicht vergisst? Ja. 7 Betäubungsschaden. So? Ja, du hast jetzt vergessen, ein Fell abzuziehen, aber... Ach so. Ja, ist nicht relevant. Du bist dran. Drauf. Kann ich mir selber den Wurf erschweren und dann mehr Schaden machen? Geht das? Nee, aber deine Erfolgsgrade kannst du auch den Schaden draufpacken. Also du musst es dir gar nicht erschweren. Du kannst sagen, ich würfel mal mehr Schaden. Okay, weil ich habe ja flink, das bringt mir aber nichts, ne? Kann sie einen Risikowurf machen? Das geht nicht, ne? Kannst du, wenn du möchtest. Das soll ich will ihn lieber so treffen, ich will kein Risiko machen. Das soll ja erstmal nur das Kampfsystem ein bisschen erklären. Mach wie du meinst. Die Schwierigkeit ist immer noch 18. Ich hau einfach nochmal drauf und hoffe, dass ich wieder gut treffe. Da siehst du. Ja. Ich möchte ihn auch mal anknurren. Geht sowas wie einschüchtern oder so? Nicht ohne Tickaufwand, aber du kannst ihn gerne anknurren. Ja, dann 5 Punkte weiter nach vorne, von 11 auf die 16. Und du darfst noch Schaden machen. Habe ich wieder eine plus 2? Ja, du hast 2 Erfolgsgrade, die kannst du beiden schaden. Der Zwerg ist Atem nehmen, du siehst noch keine Wirkung bei ihm und Nasauk ist dran. Ja, Nasauk versucht, diesen unhöflichen, betrunkenen Söldner anzugreifen, um Jamir zu schützen und versucht, ihm schnell eine mitzugeben. SG von dem ist... Auch die 18. Sicher, dass Jamir nicht nochmal einsteigen will? Will nicht, nö. Ja,
Ja, der guckt ein bisschen überrascht, als du da von der Seite kommst und ihm eine verpasst nach Schaden. Denk dran, nicht innen stellen, sondern mal außen stellen, wegen der Reihenfolge. Genau. So, jetzt habe ich den Bonus vergessen durch die EG, aber ich will ihm keinen Schaden machen. So, dann ja. 6 plus 5, ne? Waffenlos machst du ja eh nur Betäubungsschaden, also. Es sei denn, du sagst an, dass du echt einen Schaden machen möchtest. Ne, dann kann man die 6 EG ja für den extra Schaden benutzen. Das sind 2 EG für extra Schaden und. Ja, der kriegt. Ordentlich an, nett. Dann ist die grimmige Zwergin dran. Geirat, Steven mag so Schwätzer überhaupt nicht gern und möchte versuchen, dir dein Maul zu stopfen und dich zu unterbrechen bei, ja, was auch immer du da gerade für eine Tirade hältst. Ja, ist okay. Deine Verteidigung war 16, oder? Richtig. So, du hast jetzt während einer kontinuierlichen Aktion nicht die Möglichkeit zu parieren, es sei denn, du brichst sie ab. Nee, das ist okay. Ich nehme da gerne den Schaden. Ich habe aber auch Rüstung an. Dadurch ist meine Verteidigung so gesenkt und ich würde dann, ich glaube, vier Schaden saugen. Wenn ich jetzt den Rüstungsschutz und mein Relikt mit drin habe, kannst du da so gerne Schaden machen. Mhm. Kann es sein, dass du die Rüstung noch nicht angelegt hast in deinem Token, weil 16 Verteidigung kommen, die müssen nicht, oder? Verteidigung plus 2, ich hatte noch einen Modifier mit minus 2 drin, ich glaube, das war durch meine Rasse. Klasse, ja. Genau, also ich glaube, ich müsste eigentlich bei 16 sein. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Hätte ich mir auch mal vorher angucken sollen, jetzt sind wir da, jetzt ist auch ein bisschen spät. 6 Punkte Schaden kommen rein, ja. Ich glaube, man schluckst du einen Großteil, oder? Genau, also Lederrüstung sind 2, natürlicher Rüstungsschutz und Relikt müssten dann 4 weniger sein, also 2 Stück, die ich dann bekomme. Dann zieh sie dir ab. Erschöpfte Lebenspunkte, 2 Stück? Ja. Jamir, während du da unterm Tisch sitzt, kriegst du zwei Dinge mit. Erstens, Bodo steigt auf den Tisch und setzt zu einer Rede an. Der Tisch ächzt ziemlich stark unter seinem Gewicht. Außerdem siehst du Furbrom, den Wirt, wie er hinten ganz gemächlich zum Hebel hinschafft. Nein! Ja, der Hebel ist, was mir auch die Sorgen gemacht hat, wenn ich sehe, wie er sich da bewegt. Wie schätze ich die Stabilität des Tisches ein? Überlebt er noch 3 Minuten? Ja, mit Glück. Okay, in diesem Fall nehme ich irgendwie meinen Stab, klemme ihn da unten so ein bisschen zwischen, um den Tisch ein wenig mehr zu stützen und bete aufs Beste, bis gleich das Wasser angeht. Ja, der betrunkene Söldner ist dran, hat jetzt einen neuen Gegner und möchte sich bei dir revanchieren, Nasauch, und dir ebenfalls einer auf die Nase geben. Deine Verteidigung war... knapp gelungen, da bietet es sich jetzt an zu parieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Nasauk versucht auszuweichen. Ja. Wenn du nicht blocken willst, kannst du auch über Akrobatik ausweichen. Klar, kein Problem. Wo du mehr Punkte drin hast. Ja. Damit erhöhst du deine Verteidigung um 2. Hast also eine 21, mit 20 knapp eben nicht mehr. Hast dich schon 3 Ticks nach vorne gesetzt, vorbildlich. Und der glatzköpfige Zwerg ist dran. Und ja, möchte nochmal Rala eingeben. Mhm. Sieht wieder gut aus. Darf ich Schaden machen? Ja, ich kann es ja immerhin versuchen, ihn zu parieren, oder? Du nicht. Kannst versuchen, das zu blocken. Wenn du möchtest, also zu blocken. Kostet dich auch wieder Ticks. Aber es geht. 3 Stück.
3 Stück. Das heißt, ich könnte ihn dann trotzdem nochmal angreifen, oder? Weil bevor er gleichen... dran ist, ja, aber es kostet nicht 3 Ticks. Das stört mich nicht, mach ich trotzdem. Also ich versuch's einfach. Mhm. Ja. Wie immer gegen die 15 bei aktiver Abwehr. Mhm. Ich glaube, ich habe das vorhin falsch gemacht. Muss ich dann waffenlos würfeln, oder muss ich dann... Achso, dann hab ich doch richtig gut. Okay. Also du kannst aussuchen, ob du blockst, waffenlos, oder mit Akrobatik ausweichst. Ich glaube, blocken ist für dich besser. Genau, blocken ist besser. Ne, gut. Mhm. Plus 3. Also plus 3. 24 verteilen, also hat er immer noch einen EG. Und macht Schaden. Na. Ah. Dann kriegst du einen Schaden, Rüstung wieder abgezogen. Ja. Und du wanderst von der 16 auf die 19 und setzt dich hinter Nasaug. Ja. Also nicht direkt auf die Liste, sondern knapp daneben. Nach außen. So? Nach außen, hierhin. Genau, dann ist jetzt die Zwergin dran. Die Zwergin, die hat dich ja gerade versucht zu unterbrechen. Ja, kannst du gerne nochmal versuchen. Hatte nicht wirklich Schaden gemacht. Wir haben gerade einen Entschlossenheitswurf vergessen. Ich mach's einfach nochmal, um es diesmal richtig abzuhandeln. Genau, diesmal gegen die Verteidigung 18 hatte ich nochmal nachgeguckt. Die Rüstung ist doch nochmal zweimal mehr. Alles klar. Das sieht doch gut aus. Ja, kann sie Schaden machen. Ich werde da nichts gegen tun. Kann sie auf meine Beine und meine Brust einprügeln, während ich dann da meine Stimme erhebe und mit einem donnernden Befehlston und einem Blick zum Wirt würde ich gerne alle rausschicken, die sich jetzt hier gerade prügeln, weil ich dann doch Angst um mein Fell habe. Gut, okay. Dann ziehen wir wieder 4 Stück ab. Einen Moment. Bleibt noch ein Schaden übrig. Genau. Eingetragen und dann kommt jetzt mein Anführenwurf gegen. Also, wir lassen den Entschlossenheitswurf jetzt einfach unter den Tisch fallen, weil. Kann ich dir auch machen? Ich gebe dir erstmal eine Entschlossenheit gegen. Die hat gerade Schaden bei dir von 1 gemacht. Das heißt. 11. Musst du dafür überhaupt würfeln? Also, meine Entschlossenheit ist 12. Nee, dann reicht die Sicherheitswurf, dann musst du nicht mehr würfeln. Ja. Also, ich hab's jetzt einfach mal getan. Und dann kommt jetzt mein Anführenwurf. Da musst du mir jetzt doch nochmal die SG sagen. Also. Alle, die jetzt hier sich Tavernenschlägerei betätigen, sollen doch bitte nach draußen gehen. Und gleichzeitig möchte ich auch den Wirt daran hindern, diesen Hebel zu ziehen. Ja, die Stimmung hier in der Kneipe ist ablehnend. Man mag keine Fremden, man mag sich prügeln und ja, kriegst schon mal -4 auf deine Probe. Dann. Ja, -4 als Modifier. Richtig. Dann hast du hier eine relativ volle Kneipe. Ja, jetzt so Pi mal Daumen. Gebe ich einfach mal ein bisschen Boni auf den GW der versammelten Leute und sag, bitte sei so gut und mach's gegen die 25. Gegen die 25 mit Modifier -4. Ist schwierig, gerade in der lauten Kneipe, wo es sich die Gemüter mit Brüllen zu beruhigen. Ja, ich habe sowieso nichts zu verlieren. Ich würde gerne einen Risikowurf machen. Okay. Oh ja. Na, nicht so gut. Boah. Ein mehr, also, als ich Bitterpunkt ziehen können. Du lässt dein Organ laut aufheulen und machst hier Lärm. Gleichzeitig schreien Zwerge, Krüge fliegen. Bodo versucht immer noch, alle zu übertönen. Ihr hört immer nur Fetzen von dem, was er gerade von sich gibt. Unser Volk hat mehr Wissen von der Schmiedekunst verloren als... Ja, und der Rest geht runter. Und ja, da du gerade auch drauf geachtet hast, siehst du, wie Ferdung schließlich an Hebel ankommt.
Ja, ich bin ja immer noch auf der 17 dran, richtig? Das war ja eine andauernde Aktion. Ich würde dann ganz gerne, bevor das passiert, in Richtung Treppe gehen, laufen, damit ich von dieser Sprinkleranlage hoffentlich nicht erwischt werde an der Treppe. Gelingt. Ah, gut. Wir können aus der Initiative rausgehen. Ich denke jetzt, die restlichen bis Tick 20 können wir lassen, denn ja, schließlich unter lautem Quietschen öffnen sich die Schleusen dort oben an der Decke und die Kneipenschlägerei wird von Ferdum mit einem eiskalten Kuss beendet. Der Großteil der Söldner flieht vor dem Regen und der Rest hat auch kein Interesse mehr an Schlägerei und jammert über verbessertes Zwergenbier. Flieht mein Zwerg auch? Ja, der versucht jedenfalls zu fliehen, es sei denn, du sagst, der entkommt dir nicht. Wenn er wegrennt, möchte ich ihm ein Bein stellen. Ja, der legt sich nochmal Rückwärts ordentlich auf einlegt. die Nase, krabbelt von dir weg und fliegt dabei auf eine dreckige Barge. Ich knurre ihm noch hinterher. Ich krieg dich noch. Ah. Und dann schüttle ich mir das Wasser aus dem Fell. Es tropft jetzt nur noch von der Decke. Der Guss war kurz und ist vorbei. Bodo kriegt einen Großteil von dem ab, was du gerade abschüttelst. Was ich Krieche übrigens dann vorhin auch. vergessen habe zu beschreiben, Ralle hat so kleine bunte, wie nennt man das, Bänder im Fell, mit der sie sich anscheinend so kleine Zöpfchen geflochten hat. Das sieht ziemlich komisch aus, wenn man diese große Waage, die breite, muskulöse Waage mit diesen kleinen Zöpfchen anguckt. Ich krieche dann auch, sobald der Guss aufhört, unter dem Tisch wieder hervor, denn diese Gefahr ist ja jetzt doch gebannt. Hau mich mal um. Ja, ich würde mal von Bodo in Richtung Jamir gucken. Wer sind die besten Helden, die du kriegen kannst? Aber war das denn jetzt wirklich nötig, meine Herrin? Diese Unhöflichkeiten. Ich habe versucht, ihn vor die Tür zu bringen, war. Naja, Tut aber mir hättet ihr ihn leid. nicht erst nett fragen können? Oder mit einem Nein, Bier er hat mich anlocken? beleidigt. Und Bari auch. Ach, Ich gebe ihr recht, er hat unseren Stolz verletzt. Ihr riecht nach Ja, sind wahre Rache. Ihr habt Schwamm. überhaupt nichts recht zu geben. Ich leg der grimmigen Zwergin mal meine Pranke auf die Schulter. Nächstes Mal musst du versuchen, durch das Fell durchzukommen. Gute Arbeit. Tätschle ihr so ein bisschen liebevoll den Kopf und schick sie dann wieder an ihren Tisch. Ja, die verzieht sich auch, aber in Richtung Theke, die braucht erstmal einen Schnaps. Also, wir wurden unterbrochen, Bodo. Erzähl uns etwas mehr. Du möchtest in die Berge vordringen. In die Vogelberge, richtig. Ja, und diejenigen von euch, die sich so ein bisschen besser in der großen Welt auskennen, dürfen auch mal eine Probe würfeln auf Länderkunde, ob sie die Vogelberge kennen. Der Schwierigkeitsgrad ist 15. Ich kenne mich nicht so aus. Ich weiß, wo ich verteidigen muss. Gegen die Drachlinge. Den hätte ich vorhin gebraucht, den Triumph. Vogelberge, Vogelberge. Ich erinnere mich an ein ganz prächtiges Landschaftsporträt, das ich einmal gesehen habe. Er guckt sich hoffnungsvoll um. Sagt, in welche Richtung sind diese Vogelberge? Wir befinden uns quasi in Rala. Ein Ja. Triumph, ja. Ja. Die Vogelberge, klar, da befindet ihr euch gerade drin. Das Gebirge trennt Selenia vom Nertalischen Städtebund. Und ja, du warst hier schon das ein oder andere Mal unterwegs. Du weißt, dass es hier einige Viertausender gibt, die auch im Sommer von Gletschern bedeckt sind. Und hier gibt es eine Passstraße, die hier durch Eisenbrand durchführt. Und rund um diese Passstraße liegen Minendörfer, Bauernhöfe. Dahinter beginnt unberührte Wildnis. Außerdem hast du 5 Erfolgsgrade und 5 Erfolgsgrade sind immer etwas Herausragendes. Du bekommst auf jegliche Proben
auf Überleben für den Rest des Abenteuers plus 2. Juhu! Wow, geil. Wo kann ich das eintragen? Das musst du dir merken. Achso, na gut.